Zählen wir doch mal eins und eins zusammen, was derzeit an den Märkten der Fall ist. Erstens, die Inflation ist hartnäckiger als gedacht, weswegen die Zinsen wohl höher steigen als gedacht und länger hoch bleiben als gedacht, weswegen die Anleiherenditen und der Dollar steigen. Die Aktienmärkte aber sagen, das interessiert mich nicht. Zweitens, wir haben rückläufiges Gewinnwachstum, mithin schrumpfen also die Gewinne der US-Unternehmen im S&P 500. Sie wachsen nicht, nein, sie schrumpfen. Dementsprechend haben wir dann ein bestimmtes Bewertungsthema, und genau das ist diese toxische Mischung, die Michael Wilson von Morgan Stanley meint, als er sagte, jetzt kürzlich wieder die Aktienmärkte in den USA, der S&P 500, der könnte in wenigen Monaten ein Viertel seines Wertes verlieren, denn die Aktienmärkte sind in einer Gefahrenzone, die Risikoprämie, die man für Aktien bekommt, also das Risiko, das ich eingehe, wenn ich Aktien handle, im Vergleich etwa zu einer Staatsanleihe mit 6 Monaten Laufzeit, wo ich genau weiß, Ausfallrisiko praktisch null, aber Zinsen von 5%, also die Risikoprämie für Aktien, die ist so niedrig wie selten zuvor, und dementsprechend kommt Mike Wilson auf dieses Potenzial für einen Abverkauf, und ich sehe es ganz ähnlich. Die Aktienmärkte sind in Lala Wonderland und andere Märkte sind ganz woanders. Entweder sind die anderen Märkte, nämlich die Devisenmärkte und Anleihenmärkte, verkehrt, oder es sind die Aktienmärkte. Die Geschichte und die Erfahrung zeigt, dass es selten die Aktienmärkte sind, die das Ganze hier richtig beurteilen, sondern vielmehr die Anleihenmärkte. Hier sehen wir den guten Michael Wilson, der sagt, ja, also hier ist diese Equity Risk Premium, ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Ich bekomme also wenig für mein eingegangenes Risiko sozusagen. Deshalb könnte der S&P 500, also der US-Leitindex, schon in wenigen Monaten ein Viertel seines Wertes verlieren. Hier mal eine Zusammenfassung von Bloomberg, was jetzt die Marktsituation etwa in Asien betrifft. Die heißen ökonomischen Daten haben kaltes Wasser auf die Argumentation gekippt, dass eben die Fed bald die Zinsen wird senken können, und die Zentralbanken könnten und müssen wahrscheinlich die Zinsen doch stärker anheben als erwartet, und genau das ist eben bei den Aktienmärkten nicht wirklich eingepreist. Können die Aktienmärkte zum Beispiel heute steigen? Natürlich können sie das, aber hier geht es um das übergeordnete Bild, um die fundamentale Situation, die nahelegt, dass die Aktienmärkte jetzt zu teuer sind, und hier sehen wir mal, die Fed Fund Futures für Januar 2024, die haben praktisch eine Zinssenkung komplett ausgepreist. Das heißt, die Anleihenmärkte gehen davon aus und die Future-Märkte, dass 2023 die Zinsen nicht mehr sinken. Gleichzeitig sehen wir unterer Chart, dass die Anleiherenditen ihren Abwärtstrend beendet haben, jetzt nach oben ausgebrochen sind. Die 10-jährige US-Staatsanleihe etwa jetzt bei 3,86%, und wir hatten ja verschiedene Narrative, etwa von Jerome Powell, der wahrscheinlich der Spender dieser Rallye ist, nämlich erstens Inflation transitory, das war falsch, zweitens wir sind in einem Disinflationsprozess, das ist wahrscheinlich auch falsch, und wahrscheinlich auch falsch wird sein, was Powell implizit unterstellt, dass ein Soft Landing der US-Wirtschaft möglich wäre bei diesen stark steigenden Zinsen, die Geld teurer machen bei gleichzeitig massiver Verschuldung. Aber es ist eben so viel Liquidität ins System gekippt worden, dass konsumiert wird wie noch nie. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass pro Monat jetzt die Einzelhandelsumsätze in den USA A durch Inflation, B aber eben durch Stimulus, durch Liquidität, die ins System gekippt wurde, jetzt auf 600 Milliarden Dollar gestiegen ist. Vor Corona waren es so um und bei 450 Milliarden. Und wir hatten letzte Woche ja heißere CPI-Daten, heißere Erzeugerpreise, stärkere Einzelhandelsumsätze. Am Freitag bekommen wir dann die Inflationsdaten PCE, die auch ziemlich heiß erwartet werden, zwischen 0,4 und 0,5% zum Vormonat. Und wo ist das große Problem? Nach wie vor im Dienstleistungssektor. Wir sehen, wie ungebrochen das nach oben geht im Bereich Service. Hier die Inflation 7,84% im Service-Sektor im Vergleich zum Vorjahresmonat bei den letzten CPI-Daten. Also da ist sozusagen nach wie vor nicht erkennbar, da sind wir auf ein neues Hoch gestiegen, nicht erkennbar, dass die Inflation zurückgeht, und diese Dienstleistung macht über 61% der Inflationsberechnung aus, es ist also mehr als die Hälfte, ist also gewissermaßen ein dominanter Faktor. Unten sehen wir mal etwa diese weiter ansteigende Kurve im Service-Bereich.
Genau das ist das Problem. Hier kommst du eben nicht schnell weg von dieser ganzen Geschichte. Deswegen sagt Lawrence Summers, ja, die Fed hat versucht, auf die Bremse zu treten, aber es passiert scheinbar nicht viel. Das ist jetzt die Frage, was weiter tun. Du kannst jetzt zu schnell agieren oder du kannst gar nicht agieren. Wenn du nicht weiter agierst, dann hast du den Inflationsdruck. Und we clearly have an economy where demand is super strong. Die Nachfrage ist einfach schlichtweg zu stark. Und Inflation ist zunächst mal oder hat als Voraussetzung Geldmenge, die ja massiv gewachsen ist. Und dann Nachfrage- und Angebotssituation. Je höher die Nachfrage, umso höher der Druck auf die Preise, weil dann eben der Verkäufer sagen kann, naja, alle wollen mein Produkt haben, dann setze ich die Preise nach oben. Dementsprechend ist das eben inflationär. Und wir haben seit 22 Monaten keinen einzigen Rückgang mehr der Inflation gesehen. Es ist also Monat für Monat gestiegen, die Inflation. Dementsprechend hatten die Aktienmärkte das Thema wohl zu früh abgehakt. Heute wichtige Daten zum Konsum in den USA, der derzeit ja über 68% der Wirtschaftsleistung ausmacht. Wir bekommen um 13 Uhr Walmart, das wird sehr wichtig, da werden wir bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Wir haben auch Home Depot. Und dann vorbörslich, nachbörslich Coinbase in Sachen Krypto. Und wie lange kann diese ganze Konsumparty noch weitergehen? Absehbar nicht mehr so lange, würde ich sagen, denn die Amerikaner erhöhen ihre Kreditkartenschulden massiv. Alleine zuletzt jetzt knappe 400 Milliarden Dollar dazugekommen. Damit ist man jetzt praktisch so hochgehebelt und so teuer verschuldet, denn diese Kreditkartenschulden sind mit etwa 20% verzinst. Gleichzeitig geht die Sparquote immer weiter nach unten, beziehungsweise ist auf einem historischen Tief. Also das wird nicht mehr lange gut gehen. Das ist das große Thema. Was passiert jetzt? Soft Landing, No Landing oder doch Rezession, weil der Konsument aus der Kurve fliegt? Genau das ist die zentrale Frage, die die Märkte derzeit beschäftigt. Wir haben lange ja an diesen Fed-Pivot geglaubt oder die Märkte. Jetzt sehen wir, das ist eigentlich komplett ausgepreist, aber die Aktienmärkte stehen immer noch relativ hoch. Home Sales, die Verkäufe eben von US-Immobilien 29% gefallen, die Gewinne der Unternehmen 4,7% gefallen, schlechtester Wert seit 2020. Credit Card Debt 61 Milliarden gestiegen im vierten Quartal, größter Anstieg seit 1999. Inflation über 2% seit 22 Monaten. Und dennoch die Leistbarkeit für eine Immobilie so schlecht wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Gleichzeitig erleben wir jetzt aber, dass in der Situation rückläufiger Gewinne der Unternehmen, steigender Zinsen durch die Notenbanken, damit Verteuerung von Liquidität, Verknappung von Liquidität, FOMO herrscht. Hier sehen wir Retail-Investoren jeden Tag 1,5 Milliarden Dollar in die Märkte gepumpt. Gleichzeitig ist bei den US-Banken immer weniger Kontoeinlagen der Fall. Das heißt, offenkundig haben wir hier ein Liquiditätsproblem, das sich langsam Bahn bricht, und gleichzeitig FOMO bei den Privatinvestoren, aber auch bei den Institutionellen in diesen Zero DTEs, also diesen Optionen, die noch am selben Tag auslaufen. Die sind per se volatiler, weil eben die Restlaufzeit so gering ist. Wenn das sich da bewegt, ist einfach die Volatilität deutlich größer als bei länger laufenden Optionen. Deswegen sehen wir diese wilden Schwünge eben an den Märkten und sind latent instabil an diesen Märkten. Sind wir jetzt in einer neuen Bullenmarktsituation, wenn unprofitable Tech-Unternehmen diese Rallye anführen? Ich glaube nicht. Der Dreck schwimmt ganz oben. Das ist nicht ein Zeichen dafür, dass das Wasser klar und rein ist. Vielmehr zeigt es, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesem Wasser aus meiner Sicht. Und hier sehen wir das nochmal. Earnings per Share Growth. Fünfmal hatten wir einen so deutlichen Rückgang wie jetzt. Fünfmal sind die Aktienmärkte gefallen. Bisher sind sie nicht gefallen. Aber vielleicht hat Mike Wilson ja recht, dass sie das wohl tun müssen. CTAs, also Vermögensverwalter, sind jetzt sehr, sehr stark long positioniert. Das ist also nicht so, dass bei dieser Rallye keiner dabei wäre. Im Gegenteil, gleichzeitig sehen wir hier nochmal in Sachen Wirtschaft ein Frühindikator, nämlich Südkoreas Exportdaten. Die Chip-Nachfrage 43,9% gefallen. Weak Tech-Demand, schwache Nachfrage nach Tech. Also, was haben wir gesehen? Was ist am meisten gestiegen? Tech natürlich. Also, wo ist die schwache Nachfrage in Tech? Wie das zusammenpasst, erklärt sich mir latent leider nicht. Und heute wichtig, es wird eine Rede geben von Putin, die er schon lange nicht mehr gehalten hat.
nämlich praktisch die Nation zu adressieren. Man sieht dann in Moskau, wie Chodorkowski oder auch andere Kanäle schreiben, solche Dinge, die Grenzen Russlands enden nirgendwo und so weiter. Das war damals ein Witz von Putin mal. Jetzt aber ist das sozusagen scheinbar ernst gemeint, wird plakatiert in Moskau. Andere Schaubilder sagen, es gibt kein Zurück mehr etc. Also das ist so ein bisschen totale Kriegsstimmung, die wir da jetzt erleben. Das BIP in Russland offiziell nur 2,1% gefallen. Offiziell, man munkelt, dass da doch ein bisschen was versteckt wird, phasenweise, aber jedenfalls hat natürlich Russland doch perspektivisch ein immer größeres Problem mit Boykotten, mit Sanktionen. Das kann ja gar nicht ausbleiben, weil eben nur bis auf Energie und Rohstoffe sonst sehr wenig in China, in Russland wirklich produziert wird. Und Produktion ist auch das Stichwort für das, was um 39 kommt. Wenn Sie das Video sehen, sind die Zahlen schon raus. Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung, der Einkaufsmanager-Index aus Deutschland also, wird sich dieser leichte Aufwärtstrend nach dem Fall jetzt fortsetzen? Das ist die Frage, wir werden gleich darüber berichten. Um 11 Uhr dann ZEW-Index und abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Milliardenrisiko deutscher Sparkassen, die müssen nämlich jetzt irgendwann bilanzieren, was da an Problemen in ihren Portfolios ist, nämlich Anleihen, die ja massiv abverkauft haben. Die Kurse sind also gefallen. Dieses Problem haben auch die Notenbanken, die ja massiv Anleihen gekauft haben. Also da gibt es Wertberichtigungsbedarf. Hochinteressant. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Bank of America und Morgan Stanley sagen, dass die europäische Aktienrallye bald vorbei ist. Auch da könnte was dran sein. Ist ja die beste aller Welten inzwischen eingepreist. Also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt empfehle ich mich selber. Hoffe, wir sehen uns heute zum Marktgeflüster und sage Servus und Ciao.